Servus, Erdnuss. Servus. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder extrem gut gelaunt. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Ich bin zurück aus Amsterdam. Ich war in Amsterdam, habe auch ein paar neue Bilder von Amsterdam auf meinen Instagram gepostet. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, einfach nur ehrenlose Aktion. Finde ich einfach nur absolut scheiße. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da reinfolgt. Und ja, wir sind zurück. Wir haben uns hier versammelt aus einem guten Grund, denn die Noni, auf die wir neulich reagiert haben, hat ein Video hochgeladen, wo steht: Danke, Sedo, 1000 Abos, Sommerrollen und gute Laune. Wir schauen uns das Video natürlich an. Wir sind gespannt, was sie zu erzählen hat. Bevor es losgeht, möchte ich mich aber erstmal kurz vorstellen. Hi, ich bin Sedo, ich bin 23, ich komme aus Köln und mache gerne YouTube-Videos. Du bist hier auf meinem Kanal gelandet und wie das passieren sein konnte, weiß ich auch nicht. Aber du wirst dich hier schon zurechtfinden. Gibt eigentlich nicht viel, was du verstehen musst. Unten ist die Kommentarfunktion und findest du ganz viele andere tolle, liebe, nette Menschen, die diese Videos auch gucken. Und ansonsten kommt jeden Tag um 14 Uhr ein Video. Mehr gibt's eigentlich nicht zu wissen. Und falls du richtig, richtig geilen Content noch haben willst, Instagram. Da haben wir ja gerade schon drüber geredet. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange um den heißen Brei. Lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch was Leckeres zu trinken und was Leckeres zu snacken. Und wir gehen rein in das Spiel. Let's go. Hi Leute, ich wollte, bevor das Video anfängt, also das eigentliche Video noch mal, kurz was dazu sagen, was am Wochenende passiert ist. Und zwar erstmal danke. Erzähl, was ist passiert? Jetzt, warum steht das Zeddo? Cedric, wir haben schon geschrieben und es war einfach mega Zufall, dass er mich eigentlich noch abonniert hatte. Wir kennen uns halt von früher, aber mega, mega nice. Danke für den Support und danke, dass ich in deinem Video sein durfte. Und willkommen an alle neuen Zuschauer hier auf meinem Kanal. Ich lade meistens einmal in der Woche ein Video hoch. Hier, da ist eine Maus. Danke an alle, die mich abonniert haben. Ich habe mich richtig... Also Leute, sie hat aktuell 1330 Abonnenten, was uns natürlich sehr freut. Habt ihr mal wieder einen starken, starken Job geleistet. Freut mich sehr, auch wie viele liebe Kommentare schon unter den Videos stehen von ihr und so weiter. Der Support ist da, so kenne ich meine Community, so liebe ich euch, so habe ich euch lieben gelernt. So muss es sein, liebe Freunde. Immer schön Liebe da lassen, immer schön supporten. Bin mal gespannt, wo ist die Noni da hinführt. Ich hatte nie damit gerechnet. War wirklich komplett. Ich habe geschlafen und dann Noah hat mich so geweckt und ich war so voll lost. Ich dachte, es wäre so ein Traum, weil ich noch voll im Halbschlaf war und so. Aber ja, richtig krass. Einfach 1000 Abonnenten. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr für Videowünsche habt. Danke auch für die ganzen lieben Kommentare an meinem letzten Video. Es war richtig süß und kommentiert weiterhin. Ich antworte auf jeden Fall. Ja, Leute, viel Spaß bei dem Video. Peace. Cuter Anfang. Aber warte mal, lag da schon Schnee oder bin ich blöd, Alter? Junge, Alter, als ob es bei euch schon schneit. Hä? Habe ich was verpasst? Also in Köln hat es noch nicht geschnien. Ich bin ein bisschen eifersüchtig, aber ich würde mich einfach nur freuen, wenn es hier schneit, wenn Weihnachten ist. Der Rest mir eigentlich egal. Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich drehe heute, was ich schon lange drehen wollte, und zwar das Rezept zu den Sommerrollen. Ich mache heute Sommerrollen. Ich gehe jetzt gleich ins Kaufland, besorge alle Sachen und dann sehen wir uns gleich. Peace. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt am Kaufland und jetzt gehen wir einkaufen. Let's go. Stark. Leute, das ist das Kaufland aus meiner Kindheit, aus meiner Jugendzeit. Dort bin ich immer mit meinem besten Freund hingelaufen und wir haben uns einfach nur eine Flasche Malzbier geholt. Einfach draußen gechillt, Basketball gespielt. Das war meine Jugend, sagen wir mal. Dieser Kaufland, aber die haben den sehr umgebaut, der sieht jetzt anders aus.
Da war einmal ganz knapp fast der Finger ab. Holy Guacamole, Alter. Aber in Sommerrollen ist kein Fleisch drin anscheinend, ne? Feier ich irgendwie wieder ein bisschen. Oh, die Avocados-Bombe, Mann. Die Avocado ist ja mal anders wild. Heieieiei. Die kann direkt so rein in den Schlund. Der Bruder kann Samen schneiden, ne? Samen, eine richtige Küchenhilfe hier. Bei Nuni sieht es tatsächlich beschissener aus als bei dem Bré. So Leute, wir haben alles da. Wir haben Reis, wir haben den Dip und wir haben unsere Füllsachen oder Füllungen. Und jetzt zeige ich dir mal, wie es geht. Okay, Karotten, Avocado, Gurken, Zwiebeln und Paprikagelbe. Und jetzt noch so ein Curry-Aufstrich. So, wir haben einmal die Blätter. Junge, ich sehe so scheiße aus, Mann. Ich hoffe, du schneidest nicht so viel von mir rein. Wir haben hier das Reispapier. Dann tunken wir das in kaltes Wasser ein. Okay, Leute, wir lassen es ein bisschen einweichen. Wir können auch gleich zwei. Ich habe dieses Papier noch nie benutzt. Wir müssen es so lange drin lassen, bis es ungefähr so klebrig ist. Sieht jetzt ein bisschen eklig aus, aber ich sage euch, das schmeckt richtig geil. Dann tut ihr das auf euren Teller. Und dann so ausbreiten. Und dann könnt ihr das befüllen mit den Sachen, die ihr wollt. Ich finde es gerade sehr interessant, weil ich das tatsächlich noch nie gemacht habe. Ich stelle es mir jetzt nicht so schwierig vor, sondern einfach halt belegen, zumachen, einrollen, fertig. Vielleicht kommt jetzt noch irgendwas Krasses, was mich umhaut. Aber schmeckt das denn so lecker? Ist das so, das ist ja wie so eine kleine Gemüsebombe, ne? Also ich weiß nicht. So, ich mache jetzt mal für den Anfang. Okay. Ein bisschen Avocado. So. Dann ein bisschen Paprika. Und dann mache ich noch ein bisschen Reis. Mir fehlt jetzt schon Salz und Pfeffer, Mann. So, und dann. Aber richtig viel Salz und Pfeffer, bitte. Ein. Okay, ihr müsst es natürlich. Jetzt hat sie aber ihre Currysoße vergessen. Ich bin jetzt noch kein Profi. Aber wow. Wie so eine Sushi-Rolle einfach eigentlich. Das sieht mich aus. Hier mal ein Dip. Und dann bitte. Das ganze Leben nichts anderes gemacht. Der kommt am Ende drauf. So sieht es aus. Dann dippt ihr das da rein. Wie ist das Geschmackserlebnis? Ach, nimm uns mit. Das ist so lecker. Hä, ist das wirklich so geil? Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, dass es so krass ist. Es ist Gemüse halt, ne? Und es ist jetzt nicht mal gesalzen und gepfeffert, Mann. Da fehlt doch. Ich sehe so eine Avocado ohne alles, da muss Salz drauf. Salz und Pfeffer, sonst schmeckt eine Avocado nach nix. Ohne Witz. Frisch. Der Dip ist halt richtig gut. Er schmeckt frisch, gesund. Vielleicht ein bisschen vegan, aber halt so lecker. Wie als würde man Sushi essen. So, es stopft einen, aber man ist das vegan? Nicht so, dass man was Schweres im Magen hat oder so. Es schmeckt einfach frisch. 100% vegan. Okay Leute, ich glaube bei Noah sieht es besser aus. Ich glaube, es ist besser, wenn man weniger drauf macht. Ja, yeah, schon. Ich habe es auch noch nicht ganz raus. Wie gesagt, ich habe es ja schon einmal gegessen. Fuck. Oh shit, Digga. Der Bré hat es allgemein einfach drauf. Übel gut. Und man muss sagen, weniger. Noah scheint mir, sagen wir mal, in der Küche sehr begabt zu sein. Ja, renn mal, dann ist es besser. So ungefähr muss es aussehen. Ich mache auch zum ersten Mal heute, muss man sagen. Sehr schön. So Leute, wir haben jetzt fertig gegessen. Es war mega lecker, aber es stopft so krass. Ich habe vielleicht 3-4 Rollen geschafft und das ist eigentlich echt wenig für das, dass man da so wenig reintut. Aber es war mega lecker. Ja, wenn ihr das nachmacht, dann schickt mir... Hä? Ist das echt so lecker? Jetzt warte, Leute, die Leute, die auch schon mal Sommerrollen zu Hause selbst gemacht haben, die sollen bitte ihre Meinung jetzt in die Kommentare abgeben, ob ihr das auch so sehr feiert. Sommerrollen kaufen ist ja nochmal wieder was anderes. Da, ne, schmecken die ja immer nochmal anders, aber so selbst gemacht. Vielleicht probiere ich das auch mal aus, wenn ihr jetzt auch sagt, so, ja, lohnt sich voll, Zeno, mach mal. Und ich finde es dann so geil, dass ich daraus sogar ein Kochreel drehe. Dann ist krass. Aber you never know. Bit. Ich gönne mir jetzt nochmal ein paar Schnüre und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao!
Nee, so ist scheiße. Scheiß drauf, nimm mich raus. Nimm mich raus, was soll das? Was ich nicht. Okay, Leute, peace. Hä? Kam euch das Video wie 7 Minuten vor? Ich fand, das kam mir viel kürzer vor. Das Video von ihr. Kam euch das vor wie 7 Minuten? Ihr müsst jetzt halt meine Sequenzen rausrechnen, aber krass. Sehr cool geschnitten, Noni. Mach weiter so. Ich fand's irgendwie interessant. Also guck mal, sie hat 1 Minute, hat sie gequatscht, so mäßig, danke, danke, Sedomedo und so. Und dann die restlichen 6 Minuten waren einkaufen, sagen wir mal, die Sommerrollen drehen und probieren. Kam mir halt schneller vor irgendwie. Also sehr gut umgesetzt. Starkes Video, Noni, upcoming YouTube-Star, let's go, Alter. Leute, lasst ganz viel Liebe bei ihr da. Der Link ist in der Beschreibung, geht hin, verteilt Liebe, verteilt alles, was ihr bei mir auch immer verteilt. Aber bitte nehmt euren Müll danach wieder mit. Platz, den Arbeitsplatz immer sauber halten. Okay, es hat so keinen Sinn gemacht, gerade diese Aussage. Aber ich meinte so, wenn ihr jetzt irgendwo Party machen geht, so sagen wir mal auf einem anderen YouTube-Kanal, dann nehmt euren Müll danach halt wieder mit und lasst es nicht da liegen. Das macht halt keinen Sinn. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst viel Liebe bei Noni da. Wenn ihr euch überlegt habt, jetzt hier einen Daumen nach oben zu geben, könnt ihr gerne machen. Aber als erstes geht zu Noni. Lasst da einen Daumen da. Lasst ein Abo da. Schaut die anderen Videos von ihr an. Supportet sie ein bisschen. Abonniert, guckt, was nächste Woche online kommt. Sie soll ruhig mal die 10, 20, 30, 40.000 Abos voll machen. Dann geben wir auch Ruhe, Leute. Dann ist okay. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. 14 Uhr beim neuen Video. Haut rein. Kuss geht raus. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck